Der Empfang war unterkühlt, als US-Außenminister Rex Tillerson zu Gesprächen mit seinem Amtskollegen Luis Videgaray in Mexiko-Stadt eintraf. Die USA wollen Menschen, die sich illegal im Land aufhalten, konsequent abschieben. Davon könnten Millionen Mexikaner betroffen sein. Es ist offensichtlich, dass sich Mexikaner Sorgen machen und dass es wegen der Politik der USA Irritationen gibt. Denn diese Politik könnte dem nationalen Interesse Mexikos und den Interessen der mexikanischen Bürger schaden, so Videgaray. US-Außenminister Tillerson bemühte sich um diplomatische Töne. Wir sind uns einig, dass es in einer dynamischen Beziehung zweier starker, souveräner Staaten manchmal Differenzen gibt. Wir haben unsere jeweiligen Sorgen mit allem Respekt und mit Geduld vorgetragen und einander aufmerksam zugehört. Erst am vorvergangenen Wochenende demonstrierten in Mexiko-Stadt tausende Menschen gegen die US-Politik. Präsident Donald Trump sagte jetzt in Washington, sein Land hoffe auf ein gutes Verhältnis zu Mexiko und forderte zugleich, die USA müssten vom Nachbarland gerecht behandelt werden.